Ich komme und es fängt an zu brummen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fragen- und Antworten-Video, wieder am Freitag. Und zwar werde ich eure Fragen von Instagram beantworten, die ihr mir da stellen konntet. Werde mir ein paar aussuchen und nachher zeige ich euch dann noch, wie die Wohnung geworden ist, wie das gestern umgestellt wurde. So, ich fange von oben an und der Erik kommt schon unterm Bett hervor. Erste Frage. Hast du dir jetzt oder als Kind Geschwister gewünscht? Gewünscht nicht direkt, aber ich fände es jetzt schon eigentlich ganz schön, Geschwister zu haben, aber jetzt nicht so, dass ich mir das wirklich wünschen würde. Freust du dich auf Weihnachten? Eigentlich nicht. Wenn Weihnachten ist, dann ist alles vorbei. Jetzt ist eigentlich, finde ich, so die schöne Zeit des Jahres, auch vom Wetter her, von der Dunkelheit. Es wird früh dunkel und ab Weihnachten geht es ja wieder reinwärts. Oder war es ab Neujahr? Ne, ich glaube ab Weihnachten schon werden die Tage wieder länger und dann geht es wieder auf den Sommer zu und das ist nichts Schönes. Deswegen freue ich mich eigentlich nicht auf Weihnachten. Wenn du dir irgendeinen Beruf aussuchen könntest, egal welchen, welcher wäre es? Ich glaube, ich wäre gerne Balletttänzerin oder Sängerin. Was ist dein Lieblingsgemüse? PS, deine Videos sind so toll. Dankeschön. Das freut mich immer sehr, von euch zu lesen. Mein Lieblingsgemüse sind Zucchini. Gibt es Lebensmittelgerichte, die du überhaupt nicht magst? Ja, Bananen. Ich finde Bananen so eklig. Schon den Geruch kann ich nicht ab. Ja, und was ich noch nicht mag, Energy Drink finde ich auch total eklig. Auch Cola, Fanta, Sprite, diese ganzen babbigen Süßgetränke, Bier finde ich eklig. Generell mag ich keinen Alkohol vom Geruch her schon nicht. Aber als erstes, was mir einfällt, sind tatsächlich die Bananen. Was liebst du im Winter am meisten? Ich glaube, das habe ich schon beantwortet. Ich liebe es, dass es früh dunkel wird und dass es nicht mehr so heiß ist wie im Sommer. Wenn Erik im Schlafzimmer ist, Hüpfenszeit, ginge auch Gitter dazwischen statt Tür zu. Da wäre mir das Risiko zu groß, dass er drüber springt. Was sind für dich die wichtigsten Werte eines Menschen? Die wichtigsten Werte eines Menschen sind für mich Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Loyalität. Also jemand, der lügt. Also Lügen generell kann ich überhaupt nicht ab. Wenn jemand irgendwie generell lügt oder irgendwie die Unwahrheit erzählt, dann wenn man sich auf jemanden nicht verlassen kann. Und ja, wenn jemand nicht hinter einem steht, also von nahen Menschen jetzt, wenn die nicht hinter einem stehen, dann ist es für mich ein No-Go. Gibt es Entscheidungen in deinem Leben, die du bereust? Ja, mit Sicherheit, wobei, was heißt bereuen? Sagen wir mal so, hinterher ist man immer schlauer. Und wenn man es vorher gewusst hätte, hätte man sich wahrscheinlich anders entschieden. Direkt bereuen? Ich würde gar nicht sagen bereuen, aber ich hätte jetzt wahrscheinlich mit meinem jetzigen Wissen und von meinem jetzigen Standpunkt aus, hätte ich wahrscheinlich vielleicht einige Sachen anders gemacht, wenn ich das Wissen von jetzt hätte, aber richtig bereuen, weiß nicht, man sagt ja auch immer, alles hat seinen Sinn und es muss so kommen, wie es kommt und Dinge sind so passiert, weil es eben irgendwie einen höheren Sinn hat, auch wenn man den vielleicht aktuell nicht versteht, ja, schwierig. Ich hätte auf jeden Fall einige Sachen bestimmt anders gemacht. Worin siehst du deine Stärken? Meine Stärken sind, dass ich, was sind meine Stärken? Ich bin auf jeden Fall, schwierige Frage. Also ich habe ja schon mal meine positiven und meine negativen Eigenschaften, ich glaube im letzten Video, aufgezählt. Demnach sind die positiven Eigenschaften dann wahrscheinlich auch meine Stärke. Ich glaube, meine Stärke ist, dass ich immer wieder aufstehe. Ja, ich glaube, das ist meine Stärke. Dass ich, egal wie schlecht es mir geht oder egal wie tief ich gefallen bin, dass ich mich aus eigener Kraft immer wieder aufrappel und aufstehe und weitermache. Und dann auch irgendwie
aus mir heraus wieder irgendwie eine Motivation schöpfe oder eine Hoffnung, auch wenn ich Hoffnung jetzt nicht so mag, weil man dann ja enttäuscht werden kann. Sagen wir, eine Motivation entwickle ich aus mir heraus und ja, ich denke, ich bin sehr zäh und sehr widerstandsfähig trotz alledem. Erik zerlegt gerade mein Platzer-Regal, was unterm Bett steht, also die Verpackung. Wir haben das nämlich gestern unter das Bett geschoben und ich glaube, Erik mag das nicht so gern, weil er ist immer unterm Bett gehüpft und jetzt ist es halt höher und jetzt zerfetzt du die Verpackung. Also ja, ich glaube, das ist meine Stärke, dass ich mich auch nicht so unterkriegen lasse, sondern dass ich einfach meinen Weg gehe und auch wenn ich falle und auch wenn es mir schlecht geht, ich habe in mir selbst die Stärke und die Kraft, weiterzumachen und mich wieder aufzurappeln, Krönchen zu richten und weiterzugehen. Was fütterst du deinen Kaninchen über die Winterzeit? Fast das gleiche wie im Sommer, nur halt, dass das Grünzeug wegfällt und stattdessen muss man halt dann mehr kaufen und mehr auf die anderen Sachen zurückgreifen. Hast du schon eine Geschenkidee für deine Mama? Für was? Für Weihnachten oder für Geburtstag? Also sie hat ja jetzt erstmal Geburtstag und für Geburtstag habe ich schon eine Geschenkidee. Eine Sache habe ich schon, die andere muss ich noch besorgen. Und für Weihnachten kommt dann nach dem Geburtstag. Ich mache das immer der Reihe nach. Jetzt kommt erstmal der Geburtstag und dann kommt Weihnachten. Hast du früher auch Verbotene Liebe und Marienhof geschaut? Marienhof habe ich geschaut, Verbotene Liebe auch ab und an, aber mochte ich nicht so gerne. Also Marienhof mochte ich lieber. Verbotene Liebe nicht so regelmäßig und oft, aber ja auch. Wie sehen bei euch die Weihnachtsfeiertage aus? Weihnachten bin ich ja immer bei meiner Familie und am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir uns meistens auch noch gesehen, haben eine Wanderung gemacht, mittags lecker gegessen. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag war dann jeder für sich und hatte quasi noch einen Tag, bevor es wieder mit der Arbeit losging, wo man halt für sich ein bisschen entspannen konnte. Ja, dem Erik macht es Spaß. Da bin ich uninteressant. Falls du Parfüm trägst, welcher ist dein aktueller Lieblingsduft? Ich trage kein Parfüm mehr. Früher hatte ich ein Parfüm, aber jetzt nicht mehr. Was ich gerne mag, sind die Body Sprays von nicht Body Shop, sondern doch Body Shop auch. Ich habe ein Vanillespray von Body Shop, also Vanilleduft mag ich sehr gerne. Das Vanillespray von, nee, nicht von Body Shop, von Yves Rocher. Genau, von Yves Rocher. Und hört ihr ihn knabbern? Und von Yves Rocher und von, wie heißen die? Victoria's Secrets, die Body Sprays, mag ich auch das Vanille gern. Da gibt es aber zwei. Das eine finde ich ein bisschen herb vom Duft her. Ich mag das, ich glaube, es heißt Sweet Vanilla oder irgendwie sowas. Also das Süßere auf jeden Fall. So, jetzt habe ich alles weggedrückt. Oh, Erik. Ja, das war's. Das waren die Fragen für dieses Fragen- und Antworten-Video. Genau. Danke wieder für eure Fragen und nächsten Dienstag starte ich eine neue Fragenrunde. Wobei, ich glaube, da war noch eine Frage. Muss ich jetzt mal schauen. Ah, hier. Simone, lieber online einkaufen oder lieber in ein Geschäft? Liebe Grüße von Anita. Das kommt darauf an. Also Lebensmittel kaufe ich lieber direkt im Geschäft. Der Erik ist ganz... Also Lebensmittel lieber im Geschäft. Dann gibt es natürlich so Sachen, die gibt es hier nicht, wie zum Beispiel meine Handcreme. Da habe ich ja von HK die Euterpflege. Kann ich sehr empfehlen. Bei der Gelegenheit könnte ich mir eigentlich schon mal wieder die Hände eincremen. Ich habe ja eh von Natur aus richtig trockene und rissige Hände. Vor allem im Winter halt, wenn es dann draußen auch noch so kalt ist.
Und im Winter sind meine Hände eh immer eine Katastrophe gewesen. Und jetzt kommt ja noch das viele Händewaschen dazu. Durch die vielen Augentropfen, die ich Holly und Lotte geben muss, muss ich ja so oft am Tag meine Hände waschen, zusätzlich zu dem, was man eh schon Hände wäscht. Dass ich glaube, wenn ich diese Creme nicht hätte, würde meine Haut von meinen Händen in Fetzen runterfliegen. Also ich meine, meine Hände sehen schlimm aus, aber das ist einfach dem vielen Getropfe geschuldet und dass wir jetzt Winter haben. Aber die Creme, die rettet mir das Leben quasi oder meine Hände. So, okay, dann waren das die Fragen für diese Woche und ich zeige euch mal den Erik. So, ich könnte euch eigentlich zeigen, wie ich es gestellt habe, auch wenn noch alles unordentlich ist. Hier das Kallax war ja schon vorher. Was wir jetzt geändert haben, ist, dass wir die komplette Front mit weißen Türen und Schubladen gemacht haben. Da fehlt noch der Knopf, weil das eine Schublade von unten war. Da hatte ich ja die Knöpfe wegen den Hasen abgeschraubt. Als eventuelle Verletzungsgefahr, dass das ausgeschlossen wird mit den Augen. Und in die Reihe habe ich diese Kallax-Boxen. Dann die größte Veränderung, die Küche. Diesen Block, der war vorher hier. Den habe ich hier rangeschoben, damit ich hier so ein L habe. Dadurch ist jetzt hier an der Wand Platz für meinen neuen Tisch mit den zwei Stühlen. Dann haben wir dieses 6er Regal von IKEA als Raumabtrenner gemacht. Also es ist noch alles nicht geordnet, noch alles unordentlich. Das war gestern einfach zu spät, um da noch irgendwas zu machen. Genau, dann hier halt so Schubladen wieder. Und auf der Seite, da liegt auch noch alles rum, aber hier soll dann quasi die Rekamiere oder wie man das nennt hin, also dieses Fußteil von dem einen Sofa. Das steht jetzt falsch rum, weil auf der Seite sind noch Schrauben, die rausstehen, weil das war ja mal ein kompletter Sofa und den einen Teil hat Stefan mitgenommen. Und dann kommt hier das Fußteil hin, das ist ein bisschen breiter. Da hinten kommt dann noch ein kleiner Beistelltisch, da haben wir unsere Emmel. Da haben die Babys weiterhin ihre Ecke. Das war ja alles schon so, Schreibtisch und das Kallax. Was ich ja eigentlich als Raumtrenner für hier gedacht habe, aber das war einfach zu hoch und zu wuchtig. Das steht jetzt wieder quasi im Flur. Und oben in die Reihe möchte ich dann noch diese Körbe machen. Das ist auch noch alles Chaos, das wird noch alles ordentlich. Aber so ist jetzt mal das Grobe. Ich zeige euch nochmal hier so. Da haben halt die Babys ihren Bereich nach wie vor. Eriks Käfig kommt dann natürlich auch weg. Der steht da halt jetzt noch, solange er noch warten muss, bis seine Frist abgelaufen ist. Da haben wir unsere zwei süßen. Und in dem Regal war ja Brunos Lieblingsplatz. Da habe ich jetzt stattdessen hier unten die zwei Schübe rausgemacht und dahinter hat er halt dann ne, seinen Platz, sein Nest. Und auch das, okay, das habe ich jetzt so ein bisschen weggeschoben, weil das alles, weil ich gesaugt und gewischt habe. Also er hat hier hinten trotzdem noch seinen Bereich zum Durchhüpfen. Es ist jetzt viel offener und viel, ja, einfach schöner. Und wenn das dann mal schön ist, die Ecke mit der anderen Rekamiere oder wie auch immer, dann, ja, und das ist auch schön, das ist auch praktisch als Ablage. Ist natürlich schon ein bisschen ramponiert, weil ich hatte dieses Regal, ich hatte das schon hoch, ich hatte das quer, ich hatte das in diversen Stellungen und ich hatte das auch schon da im Schlafzimmer, also das wurde viel rumgeschoben. Deswegen
Aber das ist noch mit die schönste Seite und das kann man dann auch ein bisschen dekorieren. Ich glaube, das wird dann ganz schön. Und hier habe ich halt dann meinen Tisch, habe ich jetzt auch Platz für die Stühle. Und das finde ich von der Küche her auch praktischer, wenn man hier zu hier halt so ums Eck hantieren kann. Ich hatte ja, ach Lottchen, jetzt macht es nicht mehr. Ich hatte ja auch früher, wo ich diese Arbeitsfläche hatte, hatte ich ja auch hier den Block. Und also ich finde es praktischer, hier der Herd und dann kann man hier so hin und her, als auf die andere Seite rüber zu gehen. Ich finde es sehr schön. Es wirkt viel luftiger, viel offener und es ist trotzdem abgetrennt, dass ich jetzt quasi, ja, in Anführungszeichen einen Flur habe, ne, dass man die Haustür nicht so sieht, die Wohnungstür. Die Wasserkästen, die sollen ja da auch noch weg, wenn ich dann den anderen Schrank habe. Ja, dann halt hier Schreibtisch und hier quasi Küche, Tisch und dann quasi der kleine Wohnbereich. Für die Babys gibt es jetzt Abendessen und das ist so süß, weil ich die Holly kurz mir geschnappt habe, um zu tropfen und sie isst einfach ihr Karottengrün weiter. So ihr Lieben, mein Abendessen kocht auf dem Herd und ich beende das Video. Ich werde heute das erste Mal an meinem Tisch essen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt gerne die Lieblingsstelle vom Video in einen Kommentar. Und dann sehen wir uns morgen wieder um 19 Uhr. Macht's gut und bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss.